Hallo zusammen, hier ist Schilmal TV, ich bin Heino und heute geht es um Kabel fürs Wohnmobil. Da gibt es extra spezielle Kabel, wem es interessiert, bleibt dran, wird spannend. So ihr Lieben. Hier liegen die Kabel auf dem Tisch, die ich immer dabei habe, wenn wir hier auf Tour gehen. Das sind spezielle Kabel, das sind ja die CEE-Stecker hier alle. Das hat wahrscheinlich kein Haushalt, der kein Wohnmobil hat oder der vielleicht keine Maschinen hat, wird so ein Kabel gar nicht vorrätig haben. Ihr habt wahrscheinlich hier immer so einen ganz normalen Kabel. Das sind die ganz normalen Schokostecker hier, ja, mit der Dose. Ja, habe ich aber auch dabei, sage ich euch gleich auch warum. Aber wichtig ist, ihr braucht dafür, wenn ihr hier überhaupt so ein Kabel erstmal anschließen möchtet oder hier so ein Kabel anschließen möchtet, braucht ihr erstmal die Dose. Die Dose hängt hier bei euch am Auge dran. Das ist eigentlich genormt. Das sind die CEE-Dosen. Ja, und das ist eine männliche Dose, die hier drin ist, ja, die hier drin eingesetzt ist. Ihr braucht eigentlich immer einen weiblichen Stecker, der da reinpasst. Nehmt ihr jetzt ein Kabel. Ich nehme jetzt hier mal mein 10-Meter-Kabel. Da habt ihr immer ein Männlein und ein Weibchen. Ja, und die steckt ihr dann zusammen ein. Das heißt, ihr seid auf dem Campingplatz, dann habt ihr meistens die genormten Dosen. Das sind hier die CEE-Dosen. Und da steckt ihr eben das Männchen hier rein und das Weibchen kommt dann hier, ihr klappt hier den Bügel hoch und steckt dann das Kabel ein. Guckt oben nach. Guckt, geht im Wohnmobil, da sollte eigentlich immer so Lämpchen angehen für Landstrom und dann seid ihr an Landstrom und habt dann 230 Volt. Ja Leute, und das ist eben das Wichtige, weil 230 Volt, da könnt ihr eure Kaffeemaschine mit betreiben, ihr könnt eure Aufbauklimaanlage mit betreiben, ihr könnt diverse andere Geräte mit betreiben, wie vielleicht ein Staubsauger, ja, vielleicht ein Kochfeld, ja, ein extra Kochfeld, das auf Strom läuft. Das könnt ihr damit alles dann betreiben, wenn ihr hier so ein Kabel dann habt, wo ihr an Landstrom gehen könnt. Ja. Es ist immer von Campingplatz zu Campingplatz unterschiedlich. Die sind meistens mit 16 Ampere ausgelegt. Das heißt, ihr könnt da locker eine Klimaanlage oder so ein Strom oder so ein Stromkochfeld benutzen. Das sollte kein Problem sein. Es gibt aber auch Länder, da habt ihr eben weniger Ampere. Da kann es natürlich sein, wenn ihr mal die Aufbauklimaanlage anschließt, damit euch da die Sicherung dann flöten geht. Ihr müsst dann einfach nur wieder reinklicken und ja, dann dürft ihr die eben nicht anmachen. Das sind aber in seltensten Fällen. Wie gesagt, wir waren in Kroatien, wir waren in Italien und da ist es eigentlich immer überall mit 16 Ampere abgesichert. Wir hatten aber schon den Fall, dass wir hier so einen Schokostecker brauchten. Ja. Hat man eigentlich nur noch ganz, ganz selten. Das war, glaube ich, in der Müritz auf einem Campingplatz. Der hatte hier ganz normale Baustromkästen dazu stehen, weil es eben so ein großer Platz war. Und da war eben hier so ein Schokostecker, ja, Anschluss. Ja, und da geht es dann schon los. Ihr steckt den in eine Steckdose. Ja, und dann habt ihr jetzt hier das Problem. Wie kriegen wir jetzt hier Strom ran? Und da gibt es Adapter für. Die solltet ihr auf jeden Fall euch besorgen, weil die braucht ihr irgendwann, braucht ihr die Adapter. Und die zeige ich euch jetzt, was es für eine Adapter sind. Es gibt einen Adapter, der ist hier. Der hat ein ganz normales Schokostecker dran und hat jetzt hier den weiblichen Ausgang. Das heißt, wenn ich jetzt hier ist meine Steckdose, hier auch zu Hause, weil kaum einer hat hier den Stecker hier, ja, zu Hause dran. Ja. Das heißt, das Kabel ist schon wieder sehr, sehr wichtig. Den braucht ihr eigentlich so 100% jeder. Ihr steckt den hier ein. Ganz normal. Habt hier wieder das weibliche Teil. Merkt euch immer, das weibliche Teil ist eigentlich das immer, wo die Klappe dran ist. Ja. Und könnt es jetzt hier einführen. Das ist der eine Adapter, den ihr braucht. Und das ist eigentlich der wichtigste Adapter. Und dann gibt es hier noch ein Adapter, den man relativ selten braucht. Das ist einmal männlich, weil keine Klappe dran, und weiblich hier bei den Schokostecker. Das bräuchtet ihr eigentlich nur, wenn ihr wieder zurückkommen wollt. Ich habe mal so ein Kabel hier verlängert, weil mein Kabel hier nicht gereicht hatte. Und dann kann ich jetzt hier
kann ich jetzt hier den Kabel noch mal verlängern. Ja, ich könnte jetzt hier, wenn mein 25 Meter Kabel, das ich hier immer dabei habe, ja, wenn ich das jetzt noch mal verlängern möchte, dann könnte ich jetzt hier reinstecken. Habe dann immer mein 230 Volt Kabel, hier das ganz normale Stromkabel, habe das bei, stecke hier ein. Jetzt haben wir natürlich erst wieder die Dose hier und da kommt jetzt wieder der zu, kommt der jetzt wieder zum Einsatz. Den steckt er hier ein und habt automatisch eine Verlängerung. 25 Meter Kabel sollte Standard sein, sollte auch eigentlich immer bei Campingplätzen reichen. Aber es kann immer sein, es kam auch schon in Kroatien vor, dass unser 25 Meter Kabel nicht gereicht hat. Und deswegen habe ich hier auch immer das 220 Volt Kabel 10 Meter dabei und konnte hier nochmal verlängern und konnte hier dann einstecken. Also, einmal dieses Kabel, den Adapter, braucht man immer, ja, männlicher Schokostecker, weibliche Dose, um einzustecken. Braucht ihr zu 100%, braucht ihr schon zu Hause, wenn ihr den mal an Strom hängen wollt, dann habt ihr hier so eine Dose, ja, kann ja auch ganz normale Schokosteckdose sein im Haus, dann könnt ihr hier einstecken und könnt dann hier mit einer Verlängerung zum Beispiel arbeiten, ja, und könnt dann hier einstecken. Ja. Den braucht man eben nicht so viel. Das ist der hier, den Adapter. Aber ich habe ihn schon gebraucht in Kroatien. Wie gesagt, da hat unser Kabel nicht gereicht. Und ich habe Glück gehabt, ich habe noch eine 10 Meter ganz normale Kabel dabei gehabt, ja, mit einer Schokosteckdose und konnte da auf den gewünschten Stellplatz uns hinstellen, weil wir eben noch eine Verlängerung vom Kabel da hatten. Ansonsten hätten wir da wieder wegfahren müssen und ich hätte einen schlechteren Platz bekommen. Wir haben noch einen Stecker dabei, das ist aber genauso wie der andere. Das ist einfach nur, ich kann jetzt hier, wenn jetzt das Kabel hier kommt, ja, kommt jetzt die Verlängerung an, die 25 Meter oder hier die 10 Meter. Die kommen jetzt hier an. Das wäre jetzt die weibliche Dose, die hier reinkommt. Und dann kann ich den hier nochmal einstecken, das ist wieder ein männliches Teil. Und habe jetzt hier ein weibliches Teil dran, das jetzt wieder in der Dose kommt, hier vom Wohnmobil. Habe aber hier nochmal ein 220 Volt Schoko-Stecker-Anschluss. Falls ich mal, wir haben hier immer so ein kleines Schränkchen zu stehen, da steht manchmal eine Kochplatte drauf oder ein Wasserkocher oder diverse andere Sachen, wie zum Beispiel Milchaufschäumer. Das könnt ihr dann hier einstecken und habt hier außen nochmal eine Außensteckdose. Ist immer ganz cool. Ja. Wie gesagt, ich verlinke euch die Artikel auch in meiner Beschreibung. Die kosten alle nicht viel. Die kosten so immer so um die 12 bis 15 Euro rum. Aber solltet ihr auf jeden Fall euch besorgen, weil die braucht ihr irgendwann. Jedes Kabel, was ich hier auf dem Tisch habe, braucht ihr irgendwann mal. Wie gesagt, hier 10 Meter Kabel reicht normalerweise aus, wenn man hier auf Stellplätze fährt. Auf Campingplätze wird schon eng, aber Stellplätze, da hat man meistens immer irgendwie gleich eine Stromsäule dran. Das sind 10 Meter Kabel, die habe ich dabei, falls mal relativ kurz ist. Ihr solltet immer darauf achten, dass ihr hier, bei den kürzeren Kabeln ist es nicht so wichtig, da habe ich jetzt 1,5 Quadrat genommen. Das ist ein etwas dünneres Kabel, aber dass es ordentlich gummiert ist, dass es nicht so steif ist, dass es ein bisschen flexibel ist, sollte man darauf achten. Bei den 25 Meter Kabel habe ich hier ein 2,5 Quadrat gewählt, aus dem folgenden Grund, weil es relativ lang ist, das Kabel, und wir unsere Klimaanlage noch manchmal in Betrieb nehmen, an warmen Tagen. Ja, und da habe ich hier 2,5 Quadrat gewählt, weil es eben relativ lang ist. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dass wie bei einem Schlauch, habt ihr einen dünnen Schlauch, fließt weniger Wasser durch, habt ihr einen dickeren Schlauch, fließt da mehr Wasser durch. Und so ist es genauso auch bei Strom. Man sieht den Strom zwar nicht, beim Wasser sieht man es, aber das ist beim Strom eigentlich genau dasselbe Prinzip. Hat man ein dickeres Kabel, fließt einfach besser der Strom dadurch. Ja. So sollte man sich das vorstellen. Ich bin kein Elektriker, ich bin da auch kein Profi. Wenn, dann guckt euch da andere Kanäle an. Da gibt es richtig super Kanäle, die es da wirklich auf Detail alles euch zeigen und euch erklären. Hier will ich euch bloß sagen, für Anfänger, die Kabel habe ich hier alle dabei. Es ist natürlich immer auf die Kilozahl, muss man eben immer gucken. Ich habe das hier mal gewogen. Ich glaube, es wiegt hier 6,5 Kilo. Wir probieren es einfach gerade nochmal. 5,5.
Also 5,5 Kilo wiegt dieses Kabel hier. Ja? Das ist 25 Meter Kabel. Das solltet ihr euch auf jeden Fall besorgen, weil das braucht ihr auf jeden Fall. Wenn ihr das schon mal habt, dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. Wenn die Stelle einfach ein bisschen kürzer ist, dann habt ihr eben ein bisschen Kabel über. Das legt ihr einfach unter dem Wohnmobil. Gut ist. Wichtig ist nur zu sagen, es gibt ja auch Kabeltrommeln. Die meisten schwören auf Kabeltrommel. Ich sage mir, die Kabeltrommel wiegt wieder irgendetwas. Und ich wollte keine Kabeltrommel mitnehmen, weil die stört einfach in mein Wohnmobil, obwohl ich hier hinten in der Garage genug Platz habe. Aber ich wollte einfach ein Kabel haben, das kann ich hier hinten irgendwo am Haken hängen und gut ist. Und ich habe das Gewicht nicht noch von der Rolle. Ja? Das brauche ich einfach nicht. Das habe ich hier schnell zusammengelegt. Da gehe ich mit einem Lappen lang, ziehe das immer, wenn ich das immer zusammenlege, mit einem Lappen immer gleich sauber und dann ist es perfekt. So habe ich mir vorgestellt. Wenn man auch eine Kabeltrommel hat, man denkt immer, das ist einfach nur Kabeltrommel, nehme ich nur das runter, was ich auch brauche. Stimmt nicht. Eine Kabeltrommel soll man immer komplett abwickeln, soll es lieber unter dem Wohnmobil packen, weil sonst wird die Kabeltrommel warm, erhitzt sich, kann zum Brand kommen. Da gibt es wieder so verschiedene Sachen, da guckt euch wieder andere Kanäle an. Wichtig ist, die Kabeltrommel immer abzurollen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man hier so viele Abnehmer hat, wie zum Beispiel hier eine Klimaanlage, die dann vielleicht über 2000 Watt hat oder vielleicht so eine Heizung. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig, da das Kabel komplett abzurollen. Ja? So, das waren hier meine Kabel. Das war eigentlich ein ganz, ganz kurzes Thema, was aber vielleicht für den einen oder anderen interessant sein konnte. Wie gesagt, 25 Meter Kabel habe ich immer dabei, weil, wie gesagt, auf Campingplätze braucht man die auf jeden Fall. Einmal ein 10 Meter Kabel, das ich hier immer noch verlängern kann, auf 35 Meter, ja, wie in Kroatien zum Beispiel, da wäre ich jetzt hier mit diesem Kabel bestens bedient gewesen, da hatte ich es aber noch nicht dabei. 25 Meter, 10 Meter Kabel, denn der Adapter mit den Außenschokostecker, dann einmal ganz normale Stromkabel, ist immer ganz gut, wenn man sowas dabei hat. So, hat sich jetzt hier ein bisschen abgewickelt. Ja, da habe ich es wieder. So, da habe ich ein ganz normales 10 Meter Stromkabel noch dabei. Dieses Kabel dabei. Ja, und kann dann hier umstecken. Ja, und kann dann hier auf ganz normal auf dann wieder auf die CEE-Dose gehen und kann dann weitergehen. Ja, also dieses Kabel ist ganz, ganz wichtig, weil das braucht ihr unbedingt, weil das braucht ihr auch für zu Hause. Weil keiner hat hier so einen Anschluss hier zu Hause. Und deswegen ist das Kabel schon mal wichtig. Steckt ihr hier einfach ein. Hier einfach die Klappe ein bisschen hochhalten und dann einstecken. Gleich sofort gucken, ob ihr auch Landstrom habt. Manch einer ist sich sicher und denkt, ja, komm, jetzt habe ich ja Landstrom, geht vielleicht nur einkaufen und dabei hat er gar keinen Landstrom gehabt. Ja, das sind so meine Sachen von Kabel her, die ich hier mal mitführe. Das ist schon ein bisschen Gewicht. Das sind so gut und gerne mal 8 Kilo, die ich hier bei habe. Habe ich mal alles zusammen gewogen, aber braucht man. Wir stehen gerne auf Campingplätze, deswegen haben wir uns hier auch die Kabel besorgt. Guckt, dass ihr auch gleich euch ordentliche Kabel benutzt, die hier wasserdicht sind, die eine ordentliche Klappe hier vorne dran haben. Ja, ganz, ganz wichtig, weil dieses Kabel, wenn ihr damit ordentlich umgehen tut, hält mit Sicherheit mal 10, 12, 15 Jahre. Ja, und das kauft man sich einmal, ein ordentliches, und dann hat man es eine ganze Weile. Deswegen, ja, Leute, das war jetzt hier mein Video über die Kabel hier fürs Wohnmobil. Es kommen hier noch weitere Videos, wie zum Beispiel Wasser. Es kommen noch weitere Videos über Solar, wie wir da die Solarenergie nutzen. Aber das sollte erstmal das Anfangsvideo sein, hier von unseren Stromkabeln, die wir immer dabei haben. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, vielleicht die Glocke abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.